Der erste Lauf ist immer der wichtigste. Die letzten Meter bin ich fast auf der Hohen Straße in Köln geschwebt. Da habe ich den Flieger gemacht. Unter Applaus vieler Leute bin ich durchs Ziel gelaufen. Das war ganz großes Kino. Also das ist, da werde ich mich wahrscheinlich bis an mein Lebensende immer wieder dran erinnern, dieses Gefühl, das geschafft zu haben. Nämlich, wer läuft schon freiwillig 42,195 Kilometer? Wenig Leute, würde ich sagen. Ne? Ja, und dieses Laufen macht auch den Kopf wieder frei für neue Sachen. Ich habe damals immer hier unserem Vorstand schon gesagt, das Laufen müsst ihr mir eigentlich als Arbeitszeit anrechnen. Nämlich die besten Problemlösungen sind übers Laufen gekommen. Oder die viele der guten Ideen der letzten Jahre bei der Aktion beruhen auf Laufen. Und ja, ich meine, die Aktion hat ja auch vom Laufen viel gehabt. Wir haben darüber ja die Initiative Wir laufen für AIDS-Waisen gegründet, die mittlerweile fast mit 400 Läufern bei den Marathons vertreten ist und bei uns ein gerütteltes Maß an Spenden mit einläuft. Mein Name ist Reinhard Michel. Ich bin der Geschäftsführer der Bochumer Hilfsorganisation Aktion Kanchanaburi und arbeite jetzt mittlerweile seit fast 22 Jahren für die Organisation. Das war jetzt nicht in diesen 900 drin, ne? Nee. Unsere meisten Projekte, die wir in Afrika im Bereich HIV-AIDS machen, machen wir mit kirchlichen Einrichtungen. Wir haben uns in den ersten Jahren sehr intensiv um Leprakranke gekümmert. Das war damals das Hauptanliegen der Aktion. Und in den Folgejahren stellte sich immer mehr heraus, Lepra ist nicht mehr das große Thema. Wir kümmern uns immer noch um Leprakranke, aber das ist nicht mehr das eigentliche. Unser Thema ist die neue Form des Aussatzes und das ist für uns eindeutig HIV-AIDS. Unsere Politik, das kann man ganz deutlich sagen, wir fördern Menschen mit Ideen. Wir fördern nicht so sehr Riesenprogramme, wo wir ganz große betriebswirtschaftliche Kalkulationen vorher kriegen. Reinhard Michel, Aktion Kanchanaburi, guten Morgen. Wir haben immer bis 16.30 Uhr, heute nicht. Oh, pass auf, jetzt geht's vor sich. Wir sind vor Jahren zum ersten Ruhrmarathon damals auf die Idee gekommen, wenn wir schon laufen, dann können wir eigentlich auch was für einen guten Zweck machen. Und wir haben damals gesagt, unsere Sache ist, wir laufen für AIDS-Waisen, we are running for AIDS Orphans, wenn wir international laufen. Damals, als das mit dem Knie schlimm wurde, das Knie hat einfach das Marathonlaufen nicht mehr zugelassen. Und dieses schnelle Absetzen hat natürlich dazu geführt, dass es mit meinem Gewicht explosionsartig nach oben gegangen ist, hat mich wenig bewegt. Hab dann Rückenschmerzen wieder gekriegt und ja, und dann plötzlich hat es mich dann geschmissen mit dem Herzinfarkt. Tja, womit fängt man an? Und während der Reha bin ich zum ersten Mal in meinem Leben Nordic gewalkt. Und das ist ja für einen alten Marathonläufer das Schlimmste, was passieren kann, wenn man plötzlich ins Lager der Schneckenstecher, wie die so genannt werden, wechseln muss. Der Aufbruch heißt für mich, nicht stehen bleiben, immer wieder neu anfangen, immer wieder die Herausforderungen annehmen und vor allen Dingen niemals resignieren. Ich habe vor Jahren mal einen sehr interessanten Spruch von Albert Camus gelesen, der heißt, ich breche auf zu jeder Stunde, die Hoffnungslosigkeit kennt mich nicht. Das könnte ich so als einen meiner Wesenszüge beschreiben.